Willkommen zu einem neuen Video von Heimnetzwerk und WLAN-Hilfe.com. Heute geht es darum, dir einmal zu zeigen, wie du einen an deinem Computer angeschlossenen Drucker für andere in deinem Netzwerk freigeben kannst, sodass auch die anderen Benutzer an deinem Netzwerk diesen Drucker nutzen können. Denn es ist durchaus nicht sinnvoll, für jeden Computer einen eigenen Drucker zu kaufen, was doch nun wirklich zu unnützen Ausgaben führen würde. Bevor du deinen Drucker anderen in deinem Netzwerk zur Verfügung stellen kannst, musst du eine sogenannte Druckerfreigabe einrichten, also einen Drucker freigeben. Und zwar machst du das folgendermaßen. Zuallererst bewegst du dich in den Bereich, wo deine installierten Geräte aufgelistet werden. Dazu klickst du auf den Start-Button und im rechten Menü auf den Menüpunkt Geräte und Drucker. Wie du siehst, gibt es hier eine Menge angeschlossener Geräte in meinem Netzwerk, unter anderem auch mehrere Drucker. Mein Hauptdrucker ist dieser hier, der Brother, und den möchte ich jetzt für andere im Netzwerk freigeben. Um zu den entsprechenden Konfigurationsmenü zu geraten, klickst du den Drucker mit der rechten Maustaste an und öffnest die Druckereigenschaften. In diesem Konfigurationsfenster kannst du nun diverse Einstellungen vornehmen. Unter anderem den Namen des Druckers ändern, Beschreibungen zum Standort eingeben, irgendwelche Kommentare, wenn du diesen Drucker vielleicht nur für bestimmte Sachen nutzen möchtest, oder diverse andere Sachen. Um diesen Drucker nun für andere freizugeben, klickst du auf das zweite Register, und zwar das Register Freigabe. Etwas weiter tiefer musst du das Feld Drucker freigeben aktivieren, indem du durch Klick das Häkchen darin setzt. Und jetzt kannst du hier einen sogenannten Freigabenamen bestimmen, unter dem der Drucker im Netzwerk aufgelistet wird. Dieser Freigabename wird dann im Netzwerk angezeigt und wenn andere in meinem Netzwerk darauf zugreifen möchten, dann erscheint dieser Name. Also hier am besten einen sinnvollen Namen angeben. Wie zum Beispiel Brother Drucker bei Thomas. Dann weiß jeder, dass das der Drucker ist, der an meinem Computer angeschlossen ist. Das Häkchen darunter ist leicht mit aktiviert und bedeutet, dass die Aufarbeitung von Druckaufträgen anderer Computer bei diesen passieren und nicht an meinem Computer. Damit werden Zeit und Ressourcen gespart. Jetzt klickst du bloß noch auf den Button Übernehmen und OK. Und schon können andere Benutzer auf diesen Drucker zugreifen, wenn diese entsprechende Berechtigung haben. Und das werden wir gleich noch einmal kontrollieren. Wir öffnen noch einmal das Eigenschaftenfenster des Druckers und schauen uns einmal hier oben das Register Sicherheit an, das vorletzte. Und in diesem Register Sicherheit kannst du ganz genau bestimmen, welche Benutzer in deinem Netzwerk drucken dürfen oder welche Benutzer in diesem Netzwerk den Drucker verwalten dürfen. Die Standardeinstellung bei der Freigabe eines Druckers ist die, die du gerade siehst. Es bedeutet also, dass jeder in meinem Netzwerk den freigegebenen Drucker nutzen kann, aber nur zum Drucken. Diese können keine Druckereigenschaften ändern oder irgendwelche Verwaltungsarbeiten an den Druckereigenschaften durchführen. Soll das jedoch der Fall sein, dass auch ein anderer diesen Drucker verwalten darf, dann brauchst du nur die entsprechenden Häkchen hier zu setzen.
Also bei der Standardfreigabe eines Druckers ist diese Einstellung hier aktiv, sodass es kein Problem sein sollte, für die anderen Benutzer in deinem Netzwerk diesen Drucker zu nutzen. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. So einfach kann man einen Drucker für die Nutzung durch andere Benutzer im eigenen Heimnetzwerk freigeben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und freue mich schon auf euch bei meinem nächsten Video. Tschüss, Thomas von Heimnetzwerk und WLANhilfe.com.